Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell. Ich bin heute auf die Jagd nach einem Ticket und ich habe das Spiel AFK Arena. Ich werde jetzt mal starten. Ich habe es mir schon heruntergeladen, habe meinen alten Account wieder gefunden und ja. Und los geht's. Da bin ich schon wieder. Gratis ausprobieren. Nee. Ist ja danach wieder weg nach 3 Tagen. Nehmen. Oh, oh. Schön. Einsammeln. Schön. Oh, schon die erste Quest fertig. Die ersten 2. Schön. Was haben wir hier? Fordere einen Boss heraus. Habe ich Nachrichten? Ach, viele. Alles einsammeln. Oh. Und alles löschen. Das bestätigen. Löschen. Steht. Gut. Ach, da war noch ein roter Punkt. Ein Ausrufezeichen. Ein weißes Ausrufezeichen. Auf einen roten Punkt. Nehmen. Hier war noch was. Nehmen. Aber noch was gratis nehmen, gratis nehmen, und das nehmen wir dann auch mit. Das nicht, dann sind da noch. Alles nehmen. Oh, ich werde gar nicht mehr gelistet. Schon so lange nicht gespielt, dass ich nicht mehr gelistet werde. Da ist noch einer. Okay, das war's. Dann haben wir die Helden. Ach, Level 60. Ich wollte sowieso mehr auf die episch Helden gehen. Silas war weg. Ich kämpfe nur mit meinen epischen Helden.
vielleicht einmal durchklicken, damit das Rote weg ist. Ne, verschwindet nicht. Schade. Hätte ja sein können. Dann sind wir jetzt in Dunkelwald drin. Da haben wir erstmal das geheimnisvolle Labyrinth. Fangen wir damit an. Kampf. Auf alle Lebensentzug, das ist gut. Ich muss noch Auto anmachen, ne? Legendär auf alle. Sieben, der ist der stärkste hier. Nimm mal den. Zack. Und schon wechseln. Schaden versucht jeden versucht mehr Schaden je tiefer die. Okay, nee, das möchte ich verhindern. Erhöht Gesundheit. Dann nehmen wir das hier. Verteidigungswert von Helden an der Frontlinie. Nein. Zehn Prozent Verteidigung plus 10% Lebensentzug. Oh, das ist doch gut. Lebensentzug ist immer gut. Okay, normaler Angriff des Helden, haben wir eine Chance, den Feind zu vergiften. Das Mal, wenn ein Held den Gegner schadet, so fühlt sich an. Dann nehmen wir das hier. Vergiften. Obwohl das andere, glaube ich, besser wäre.
das ist auch cool. Hinteren Reihe, nee, damit den hier. Nimm mal den hier. Ist auch gut. Weniger Schandeleien. Bis zum Ende des Kampfes die Attribute aller verbündeten Helden. Wo war das hier? Okay. Oh, wenn ich in der letzten Runde bin, erhöht mein Angriffs- und Verteidigungswert um 35%. Das ist viel. Alle 15 Sekunden regnen Pfeile auf den Feind herab und verursacht Schaden. Nimm mal den. Ich hoffe, ich komme so weit. Also das ist immer zum Heilen, da kämpft man und bei dem Wagen, da kannst du dir eine von fünf Personen aussuchen und hier kriegst du mal ein Geschenk. Legendäre Kämpfer hier, vier Stück. Wird aber hart. Die waren alle Level 1. Prozent Schaden für. Na, bei den, die anderen sind nur für besondere Leute. Ich möchte immer für alle haben. Hat jedes Mal, wenn dein Held deinem Gegner Schaden zufügt, eine Chance des Gegners Verteidigungswerte zu reduzieren. Ach, das ist genau das gleiche wie vorhin. Was ich auch vorhin nicht genommen habe. Nehme ich lieber so ein, 9, oder lasse ich meine Leute lieber heilen. Ich glaube, heilen ist besser. Verwenden. Jetzt nehme ich mir natürlich ein Geschenk. Kostet das jetzt immer was? Oder hat das schon immer was gekostet?
Ich weiß es nicht mehr. Schon zu lange her. Nimm mal das teuerste. 40%. Okay, also es ist kein Geschenk, sondern es ist ein Geschäft. Gehen wir hier hin zu dem Braun. Der ist ein bisschen schwächer, der Gegner. Oh. Tot. Nein. Tot. Nein. Zwei Leute gestorben. Oh, das ist nur für den. Oh weia, das sieht aber schlecht aus. Sogar vorhin werden meine 20 Punkte aufgestockt, das ist auch gut. Reduziert im Vermögen. Hinteren Reihen nehmen wir den hier. Ach ja. Und da kann ich einen wiederbeleben. Dann gehen wir doch dahin. Oh, schon wieder zwei tot. Drei tot, vier tot. Oh, war ja. Mit Energiewiederherstellungsrate. Hier ist verbündeten Helden um 50% für jeden getöteten. Wiederbeleben. Einen zufälligen Helden. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Und verloren. Letzter Kampf. Das war ja gut, der letzte Kampf gerade. Naja.
so viel Gold. Schön. Ein neuer Held. Habe ich die nicht schon? Nee. Dann gehen wir jetzt zu der Arena der Helden. Schauen wir hier nach. Bewerten. Wen unterstütze ich? Korea oder Korea? Da kann ich was lesen, bei den anderen nicht. Oh, er wird wahrscheinlich gewinnen. Ich unterstütze den Underdog. Okay. Dann suchen wir mal den und den. Entsenden. Den nächsten. Da haben wir einmal den und den und weiter. Den nächsten. Aber einmal den und den. Oh, ich bin schon bei episch angekommen. Ach, Jemine. Ich glaube, den kann ich gar nicht lossenden. Den und ne, habe ich nicht mehr. Und den? Ah, der geht. Den und den. Der geht auch. Den und den. Nur den einen konnte ich nicht machen. Schade. Boah, 101. Dass der hier nicht geht. Na okay. Die Zwift-Stau brauche ich auch nicht unbedingt. Dann gehe ich wieder auf Held. Hier ist da eine neue dazugekommen. So oft habe ich den aber doppelt. Den auch. Den habe ich ja einmal in episch, deswegen brauche ich ja die beiden eigentlich nicht. Den habe ich auch doppelt. Die habe ich gerade neu bekommen. Die habe ich doppelt. Den habe ich doppelt. So, dreifach. Ja. Dann sind wir jetzt hier herunterladen. Okay. Fangen wir mal unten an. Arbeiten wir uns hoch bis zum Gildenturm. Dann gehen wir als erstes mal in der Taverne. Nein? Was ist denn das hier? Was habe ich von denen?
rüber. Na gut, dann schauen wir mal, was hat der denn. Ich habe nichts. Dann auf Wand der Legende. Belohnung. Was habe ich denn hier noch vergessen? Ich weiß es nicht. Achso, gehört wahrscheinlich hierzu. Bestätigen. Nee, brauchen wir nicht. Die Bibliothek. Hier. Bestätigen. Kannst du mir jetzt drei Söldner, okay. Den habe ich auch noch mal allein. Es war nicht ein Legendär, aber egal. Gut, dann haben wir, da sind wir jetzt bei der Gilde angekommen. Tada! Hier sind wir bei Bardak the German angekommen und da machen wir jetzt zwei Herausforderungen. Und schauen, wie viel Kisten wir kriegen. Vier haben wir schon. Fünf. Nee. Das sind die hier. Fünf, sechs. Sieben. Achso, die eine zählt nicht dazu. Gut, dann halten wir sie. Eins, zwei, drei, vier,
6. Sieben. Oh, nur 7. Gut, Thomas, das gewesen. Vor 7 Tagen online, vor 7 Tage. Das kann, glaube ich, nicht sein. Ich glaube nicht, dass sie mit Red Dog vor 7 Tagen online war. Ich denke, das müsste schon ein paar Monate gewesen sein. Ich kann mich ja mit denen nicht mehr einloggen. Helden. Okay. Quest. Die fertig. Zack. Dann machen wir jetzt mit Quest weiter. Fordere einen Boss heraus. Einen Boss herausfordern. Sind auf dem Weg dahin. Nochmal. Herausforderer. Einen Boss. Wo ist denn ein Boss? Müssen wir erstmal hinkommen oder nicht? Oh, die sind schon 65, die Gegner. Ah, schon der erste bei mir da und der zweite da. Da muss ich auf Helden gehen. Nein. Dann nehmen wir den hier. Den nächsten kann ich nicht auf 80 machen. Dann den hier. Oh, jo. Dann nehmen wir den hier. Dann nehmen war's. Ultima. Lieber geh nicht. Schade. Aber der geht noch. Ah, jetzt geht's auch nicht mehr. Na dann. Na dann nämlich. Verbessere deine Ausrüstung einmal. Machen wir auch gerne. Ich habe eine Mail gekriegt. Ja, okay. Quest. 80er Level. Ausrüstung war das. Held. Nein. Wo war das? Da ist doch die Tasche. Tasche. Das nehmen wir mal mit hier. Oh, hier war den nächsten Helden. Schon wieder den. Ich glaube, den habe ich jetzt auch schon dreimal.
Ausrüstung. Wir nehmen die gibt es nicht in Blau. Fangen wir oben an. Haben wir in Blau? Haben wir in Blau? Haben wir in Blau? Ah, ist das diese hier? Nee, ich glaube, das ist diese hier. Dann gibt es den hier nicht in Blau. Oh, wo war das gewesen? Ich dachte, das wäre hier drauf. Tasche, Ausrüstung. Nicht? Hilfe, Hilfe, wo könnte man hier ausrüsten? Hier nicht. Aber hier kann ich was anderes machen. Nein, bringt nichts. Da. Den kann ich nehmen. Aufstieg. Ah, mit den nächsten epischen kann ich den wieder ein Feld aufstufen, das ist gut. Aber so weit bin ich noch nicht. Warum kann ich den nicht? Ach so, weil das ein. Ach je, davon habe ich keinen. Auch keinen. Einen. Oh, da fehlt mir noch einmal, dann habe ich den da oben, die nächste Stufe. Und die sind schon einmal aufgelevelt worden, die drei. Und da sagt er, die kann ich einmal aufleveln. Aber ich wollte immer nur die gleiche nehmen. Daher. Lepp, machen wir nicht. Warum leuchtet das immer noch bei der Gilde? Aber jetzt Rüstung aufwerten. Mensch, wie war das gewesen? Tasche? Rüstung? Ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Anderes. Oh, so ein Mist. Dann gehen wir wieder auf die Quest rauf. Verbessern Ausrüstung. Lassen wir einmal aus. Schenken wir einem Freund ein.
Kameradenpunkt. Hier war eine große Freundesliste. Rolli, Rolli. Bitte schön, Rolli, Rolli, ich hab dir was geschenkt. Beschwöre einen Helden in der Taverne. Ja, dann brauche ich doch Diamanten. Beginne einen Kampf im Königsturm. Okay. Dann jagen wir uns einmal hier durch den Königsturm hoch. Oder ein Kampf reicht ja eigentlich. Quest fertig. Feldzug fertig. Beginne einen Kampf in der Arena der Helden. Herausfordern. Okay, ich habe eine Stärke von 47.000 und die sind hier eindeutig stärker als ich. Dann nehmen wir mal den schlechtesten trotzdem. Kampf beginnen. Und tot. Das ging aber schnell. Gut. Oh, wir sind schon hier angekommen. Die anderen Quests brauchen wir gar nicht mehr zu machen. Komm, beschwören wir noch eine in der Taverne. Ach, ich habe einen freigekriegt. Das ist doch mal super. Ein neuer Charakter. Kenne ich nicht. Doch, kenne ich. Zurück. Lieber beim Tempelaufstieg dabei. Nehmen wir das mal noch. Ach, mit Premium kriegt die anderen beiden. Ne, brauchen wir nicht. Nehmen. Und hier verbessern eine Ausrüstung. Schon wieder. Was, wenn ein Held die anhat? Ach, so war das. Wusste ich doch. Die läuft hier. Bestätigen. So, dann haben wir das auch fertig gemacht. Eine Ausrüstung verbessert. Jo. Tagesziel alle erreicht. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich will das Spiel beenden und mir mein Ticket abholen. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.